Servus, wie ihr seht, habe ich jetzt hier mal Schalltafeln geholt. Und zwar haben wir jetzt folgendes Problem. Wir können ja jetzt noch nicht die Regenrinnen anschließen. Drum, also dauerhaft anschließen, drum mache ich jetzt wie so einen Tunnel. Naja, was heißt Tunnel? So einen Schacht. Und den stütze ich mit den Schalltafeln ab, damit wir wenigstens die Zisternen jetzt komplett vergraben können. Und dann müssen wir später nämlich auch nicht mehr das Loch suchen, sondern können von oben einfach reinschauen. Wir haben eh so viele Schalltafeln, die wir jetzt von der Garage und vom Keller nur haben. Genau, und die benutzen wir jetzt einfach. Ich habe jetzt ältere rausgeholt, welche, die eh nicht mehr so ganz einmal frei waren. Ja, naja gut, sind sie trotzdem noch, die könnten wir nochmal verwenden. Tun wir auch noch, aber wir opfern die jetzt einfach. Passt, die sind 1,50 lang und dann haben wir auch genug Spielraum. Und wenn wir dann später mal die Dachrinnen anschließen, dann können wir einfach aufbaggern, die Schalltafeln rausnehmen und passt. Jetzt war gerade Mittagspause und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's ganz gut voran. Corina hat sich vorher so ein bisschen den Weg frei gemacht und konnte dann näher herfahren und ein bisschen Erde runterschaufeln. Das hat mir sehr geholfen, weil ich dann schon mal alles herziehen musste. Das war mäßig anstrengend. Jetzt wird's auch spannend, ob der Kies reicht. Ich hoff's, weil nochmal was nachbestellen. Eine ganze LKW-Ladung wird man nicht mehr brauchen. Aber oben liegt schon noch was. Na, schauen wir mal.
Wie ihr gesehen habt, sind die Zisternen jetzt fast komplett eingegraben. Es fehlt noch die Erdeschicht oben und wir müssen die Überlaufrohre noch zusammenstecken. Ja, das machen wir dann morgen. Und irgendwie bin ich jetzt auch ziemlich kaputt von dem Zeug hin und her schieben, deswegen machen wir jetzt Feierabend. Thank you.
Die Zisternen sind jetzt vergraben. Den Boden lassen wir jetzt erstmal so, da lassen wir jetzt mal drauf regnen, weil wir also wissen, wie das jetzt mit dem Kies reagiert. Vielleicht müssen wir noch ein paar Löcher füllen. Dann müssen wir noch dieses Überlaufrohr, das Rohrschnitt, das wir da verlegt haben, noch ein bisschen verlängern und dann müssen wir uns überlegen, wo wir es enden lassen. Aber das hat jetzt erstmal Zeit. Wir legen jetzt den Drainageschlauch wieder rein, weil ganz voll sind sie ja noch nicht, dann können wir sie mal volllaufen lassen. Und dann schauen wir mal, vielleicht lassen wir es dann, das versickert ja dann da hinten im Garten. Genau. Die nächste Zeit wird es dann eher wieder drinnen weitergehen. Wir fangen jetzt mit der Elektrik an. Also wir haben ja schon angefangen, aber wir machen jetzt weiter mit den Schlitzen und so, dass wir dann möglichst bald Kabel einziehen können. Da müssen wir noch die Decke oben, müssen wir ja noch die Dampfbremse hinmachen und so. Also genug zu tun.